Liebe Zuschauer, wir suchen für Tiere ein neues Zuhause mit Michael Sperlich vom Ersten Freien Tierschutzverein und wir widmen uns heute mal einem sehr besonderen Thema, und zwar die Vermittlung von kranken Tieren. Das ist ja nicht ganz so einfach. Ja, wir reden hier von chronisch kranken Tieren, das heißt also Tiere, die eben definitiv nicht im Tierheim ausgeheilt werden können, die Herzprobleme zum Beispiel haben, Arthroseprobleme haben, was auch immer. Ja, und die eigentlich ein entgegenkommendes Verständnis und viel Toleranz potenzieller Übernehmer bedürfen, auch einer entsprechenden finanziellen Begleitung. Das ist natürlich mit Sicherheit nicht ganz ohne. Jetzt sprechen wir aber als erstes mal über Rassi. Wie alt ist denn Rassi? Na, sie soll 10 Jahre sein. Ich denke, das ist auch mindestens. Wir müssen uns immer darauf verlassen, was wir für Informationen kriegen. Und sie hat also das Problem, sie hat altersbedingte Probleme, die Augen werden langsam ein bisschen trüb. Sie hat aber Mamatumorbildung im Gesäugebereich und sie hat eine Herzrhythmusstörung, muss also medikamentös behandelt werden, damit es ihr gut geht, weil das Herz alleine nicht mehr so richtig will. Das heißt, wenn jetzt jemand Interesse hat an Rassi oder an einem anderen Hund, der erkrankt ist, kann aber schon darauf bauen, dass das Tierheim also dementsprechend berät. Das geht ja darum, wir haben Arztkosten, die anstehen. Wir haben natürlich, auch wenn es um die Ernährung geht, natürlich nicht gerade unerheblich wenig Kosten. Ich formuliere es mal vorsichtig. Ja. Ist es so, dass Sie dann den Interessenten das ganz klar sagen? Also man kommt hin und sagt, hey, ich habe vielleicht Mitleid mit dem Hund oder ich würde gerne den Hund nehmen. Weisen Sie auf diese ganzen Probleme hin, damit es demjenigen auch bewusst ist, welche Verantwortung er sich quasi annimmt? Ja, ist ganz wichtig, insbesondere dieses Stichwort Mitleid. Also wenn Mitleid das alleintragende System ist, dann wird es problematisch. Und dann werden wir vielleicht sogar eher abraten, weil es muss eine bewusste Entscheidung sein, die muss tragen, die muss im Zweifelsfall auch über längere Zeit tragen. Wir haben Fälle gehabt, wo also auch die Ärzte der Meinung waren, das wird nicht mehr lange, und die Tiere dann in einer neuen Umgebung, einer entsprechenden Betreuung auch nochmal aufgeblüht sind und dann nochmal 2, 3, 4 Jahre mitgemacht haben. Ich kenne so einen Fall, wo dann die Leute 3 Jahre nicht im Urlaub gefahren sind, weil der große Hund nicht mehr ins Auto zu kriegen war nicht zu heben, es ging einfach nicht und alleine blieb er nicht und so weiter. Und dann sind die 3 Jahre nicht in Urlaub gefahren, weil was sollte mit dem Hund werden? Mit konnte er nicht mehr. Ne? Aber er hat sich früh so eben in den Vorgarten vom Haus getapst, dort hat er sich in die Sonne gelegt und dann ist er ab und zu mal wieder reingetapst und dann hat er sich auch wohl gefühlt. Und dann gibt es ja eigentlich auch keinen Grund, so ein Tier einzuschläfern oder sowas. Aber mehr ist eben nicht mehr. Ja, mein Gott, es gibt genug Menschen, die in Pflegeeinrichtungen und so weiter oder zu Hause so betreut werden müssen. Aber das bedingt eben natürlich sehr viel Verantwortungsbewusstsein. Wie viele kranke Tiere hat denn das Tierheim Leipzig gerade? Und wie sind denn die Zahlen? Steigen die an? Oder? Ja, die Zahlen steigen deutlich an. Das heißt, die Tiere, die mit Gesundheitsproblemen zu uns kommen, nehmen prozentual am Gesamtbestand eindeutig zu. Und ich denke, inzwischen sind wir so ungefähr bei dem Bereich, dass 40% aller aufgenommenen Tiere einer Behandlung, einer tierärztlichen Behandlung bedürfen, die über die Standardbehandlung, das heißt also Aufnahmeuntersuchungen, Impfen, Ektoparasiten, also Flurbehandlung, Zeckenbehandlung und Impfen hinausgehen. Und wir haben jetzt zum Stand Ende September hat das Tierheim Leipzig also knapp 1100 Tiere neu aufgenommen, also knapp 1100 Tiere und dann ungefähr 40%. Und daraus resultieren natürlich immense Tierarztbehandlungskosten. Woraus resultiert das? Entziehen sich die Menschen der Verantwortung und sagen, ich möchte kein krankes Tier mehr? Oder? Ja, ganz eindeutig ja. Das heißt also insbesondere bei Tieren, die ausgesetzt werden, die freilaufend oder irgendwo kommen oder im Körbchen stehen. Also gerade bei Katzen passiert das, die stehen dann mal schnell im Körbchen und dann ist ein Zettel dran, ich bin krank, kümmert euch um mich oder so. Also das ist, da denken wir schon gar nicht mehr drüber nach, das ist Alltag. Ja, also das nimmt eindeutig zu und hat natürlich auch was damit zu tun, dass es immer mehr Leute gibt, die ja kaum noch in der Lage sind, ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dann ist immer die Frage, ne, wie kommen sie in die Situation, wie lange ist das Tier da? Es gibt aber immer wieder Leute, die sich ganz bewusst, obwohl sie wissen, dass sie eigentlich kein Geld haben, in die Tierhaltersituation bringen und dann innerhalb kürzester Zeit völlig überfordert sind. Aber das Tierheim Leipzig steht auch dafür, dass genau solche Fälle ordentlich überprüft werden. Wer jetzt Interesse an Rassi hat, der muss sich wohin wenden? Ja, an das Tierheim in der Gustav-Adolf-Allee 35, also nach Leipzig-Breitenfeld. Zu den Öffnungszeiten, Mittwoch bis Sonntag, 15 bis 17 Uhr sind wir zu erreichen. Ansonsten www.tierheim-leipzig.de. Und dann gibt es auch noch jede Menge andere Tiere. Es geht ja nicht bloß um Rassi. Wir haben alle so viele Läden wie Tiere. Also ich sage, wir haben so viel, wir müssen sogar vermitteln. Herr Sperlich, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Wenn Sie Interesse an Rassi haben oder an einen
an einem wunderbaren Tier dort im Tierheim Leipzig, dann wenden Sie sich ans Tierheim Leipzig. Wir verabschieden uns und sehen uns bald wieder. Bis dahin.